Hallo liebe Hungrige, immer wenn mein persönlicher Apfelbaum ruft, rüttle mich, schüttle mich, weil die Äpfel reif sind, weiß ich, es ist wieder Zeit für Apfelkuchen. Dieser hier wird ganz sicher nicht nur in Italien gebacken, aber wahrscheinlich eben, weil Ricotta drin ist. Wird er als solcher bezeichnet, ist aber auch egal, denn, und das ist ja die Hauptsache, er schmeckt richtig köstlich. Und dafür brauchen wir Mehl, Dinkel oder Weizen, Vanillezucker und Backpulver, gemahlene Mandeln, alternativ gemahlene Haselnüsse. Wir brauchen selbstverständlich Äpfel, vorzugsweise eine leicht säuerliche Sorte. Wir brauchen Butter, Eier, eine Zitrone, unbehandelt, genauer gesagt Saft und Schalenabrieb davon und etwas Rohmarzipan. Außerdem unbedingt Ricotta, wir brauchen Zucker und das darf auch gern eine kalorienarme Variante wie Birkenzucker oder Zucker sein und eine Prise Salz. Zuerst bereiten wir mal die Äpfel vor. Ihr könnt sie schälen, müsst ihr aber nicht. Ich lasse die Schale dran. Und eine Hälfte davon, natürlich nachdem wir sie entkernt haben, in dünne Spalten schneiden. Und die andere in kleine Würfel. Und nun geben wir beide in geeignete Schüsseln oder auch auf Teller und begießen sie mit dem vorher ausgepressten Zitronensaft. Dadurch verfärben sie sich nicht bräunlich und werden auch geschmacklich aufgewertet. Erstmal beiseite stellen. Wir bereiten nun die Mehlmischung zu, geben also das Mehl in eine Schüssel, ergänzen mit dem Backpulver, auch die gemahlenen Mandeln kommen mit in die Schüssel und dann wird alles kurz aber gründlich miteinander vermengt, macht sich wohl am besten mit dem Schneebesen. Nun brauchen wir eine größere Rührschüssel, geben in diese zur weichen Butter den Zucker, streuen den Vanillezucker ein, ebenso eine Prise Salz und schlagen dann die Eier dazu, Nummer 1, 2 und 3 und dann alles cremig miteinander verrühren. Und dies am besten mit den Schneebesen des Rührgeräts. Und wir raspeln jetzt erstmal das Rohmarzipan mit einer nicht zu groben Reibe. Und da Rohmarzipan bei Zimmertemperatur ja relativ weich ist und sich also schlecht raspeln lässt, gebt es ganz einfach für ein paar Minuten in den Tiefkühler. Und dann funktioniert es wunderbar, so wie ihr hier sehen könnt. Nun geben wir in die Schüssel zur vorbereiteten Masse den Ricotta und außerdem das geraspelte Marzipan. Nun alles wieder gründlich miteinander verrühren. Auch jetzt nehmen wir dafür natürlich die Schneebesen. Sind wir soweit, ergänzen wir nun mit der abgeriebenen Zitronenschale und auch die Apfelwürfel kommen nun mit in die Schüssel. Beides unterheben, nehmt dafür einen großen Löffel oder, so wie ich, einen Teigschaber. Irgendwie überkam ich jetzt plötzlich das Gefühl, hier fehlt doch noch was und Tatsache die Mehlmischung. Ihr könnt die also auch sehr gern vor den Apfelstücken einrühren, aber es geht auch so. Also verteilt auf zwei Portionen dazugeben, einarbeiten und dies wieder mit Löffel bzw. Teigschaber oder auch kurz nochmal mit dem Rührgerät durchgehen. Und damit ist der Teig fertig vorbereitet. Wir brauchen nun eine Springform, optimal mit einem Durchmesser von 26 cm. Diese komplett, also Boden und Rand, mit Backpapier auslegen. Und wenn ihr die Form vor allem am Rand vorher dünn einfettet, haftet das Backpapier natürlich viel besser. Und nun geben wir den Teig hinein, portionsweise und von Anfang an schon ein bisschen gleichmäßig verteilen. Dann glatt streichen, nehmt dafür einen Teigschaber, auch eine Teigkarte würde gehen. Die Backform vielleicht auch noch ein bisschen hin und her schütteln und mal auf die Arbeitsfläche stoßen. Und nun brauchen wir die Apfelspalten und verteilen diese rundherum als oberste Schicht. Dabei am besten am Außenrand beginnend auf dem Teig und ich mache das mal im Eiltempo. Optional könntet ihr in der Mitte noch ein bisschen Konfitüre, Preisel oder Himbeeren geben, müsst ihr aber auch nicht. Genauso wie ihr optional nun auf die Apfelscheiben noch ein bisschen Zimtzucker streuen könnt. Ich finde, es passt gut. Und dann ab damit in den Ofen. Und hier wird nun bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 50 bis 55 Minuten gebacken. Und so lecker sollte er dann aussehen. In der Form erst ein bisschen abkühlen lassen, dann aus dieser befreien. Und nun könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch noch ein bisschen Puderzucker drüber stäuben. Und dann genießt diesen wirklich leckeren Apfelkuchen. Er hat einen saftig lockeren Teig, bleibt auch einige Tage frisch. Ihr solltet ihn unbedingt mal probieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Apfelballen backen möchtet oder aber ganz anders einen herzhaften Eintopf essen wollt, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.